Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch ein paar Funkeböller. Wir haben uns einen Schinken dieses Jahr echt gegönnt für 40 Euro. Wir sind krank. Letztes Jahr hatten wir nur 3-4 Päckchen, also 12 oder 16 Böller. Aber es sind einfach mit die besten Böller in Deutschland. Und da kann man nun mal nicht anders als Böller-Fan. Wir probieren mal aus. Ich öffne die Packung hier oben. Vielleicht kannst du das ja filmen. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Packung öffne. Also ich habe sonst... Also zumindest so eine Premium-Böller-Packung. Ich nenne sie ja mal Premium-Böller. Ich weiß auch nicht, ob man das so nennen darf überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, ob man es oben oder unten besser aufmacht. Ich weiß eigentlich gar nicht. Ich bin zu inkompetent. Ich will das jetzt auch nicht komplett zerreißen. Lol. Okay, guck, film mal rein. Die sind hier auch nochmal irgendwie festgemacht mit so einem Bändchen. Da brauche ich erstmal eine Schere, geil. So, wir nehmen jetzt hier ein Schinkchen raus. Die haben 42 Euro für den ganzen Schinken bezahlt. Ja, mal gucken, wie sie dieses Jahr sind. Da kommt mir direkt schon Tonerde entgegen. Das kenne ich ja gar nicht von den Funkeböllern. Ja, vielleicht, weil die diesmal in der Masse produziert wurden. Nee, keine Ahnung. Die sind dieses Jahr ein bisschen anders. Aber trotzdem, also hier ist ein bisschen Tonerde oder sowas dran. Sehen jetzt nicht so premium aus wie letztes Jahr. Also ich weiß nicht. Aber Funke setzt eigentlich trotzdem immer noch auf, sieht man das in der Kamera, auf Qualität. Weil wenn du den Böller anguckst, ist der richtig hart. Die Zündschnur auch noch immer grau, oldschool. Mal gucken, die sollen dieses Jahr ein bisschen verändert worden sein, die Zündschnuren. Der Böller ist mega hart. Ich hoffe einfach mal, die sind geil. Von der Verarbeitung her sieht der jetzt nicht so gut aus, aber es kann auch sein, dass es an dem Päckchen liegt. Viel Spaß beim Test. Funke D. Das ist krank, das ist krank, das ist einfach fast Polenböller, die sind wirklich, also die sind ihren Preis wert, wenn du dir anguckst. Gut, hier lag schon viel Müll rum, aber der Müll wurde einfach verfünffacht, so wie es aussieht. Also Schnipseln, schon geil. Und er raucht noch da vorne. Instant gleich mal den zweiten, ich muss erstmal die Kamera wieder hinstellen. Oh, jetzt ist er ein bisschen schräg. Jetzt ist die Kamera gerade. Also Fiepen auf beiden Ohren ist am Start und Schnipse sind am Start. Also echt, ich würde sagen, die besten Böller besser als The King. Also wahrscheinlich wirklich die besten legalen Böller. Wir haben leider keine Super 2 zum Testen, aber echt geil.